Hi Leute, hier ist eure Skyhardrissa zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir Hammett aus der Festung von Lunpa befreit. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt nochmal die ganze Festung durchgespielt und habe versucht zu gucken, ob wir da nochmal rein können. Können wir nicht, dann habe ich die Festung nochmal durchgespielt und gemerkt, wir können auch nicht irgendwie von da, also wir können das auch irgendwie nicht verändern, dass wir jetzt schon in das Zimmer können. Deswegen, ja, bringen wir jetzt erstmal Hammett nach Calais zurück. Und dann werden wir im nächsten Part erstmal, also in diesem Part, erstmal einige Djinns einsammeln. Ich habe da eine gute Liste von unserem guten Link-Fan bekommen und ich denke, dass wir damit doch ganz gut klarkommen. Und scheiße, was machen wir jetzt? Ach so, wir müssen das gleiche machen, wie wir reingekommen sind. Richtig? Hebel betätigen. So, ja. Wir können einfach zurückgehen. Ist in Ordnung. Was? Da ist wer? Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Ja, ich habe auch was gesehen. Glaubt ihr, du Dompas Leute haben uns gefunden? Nein. Wie? Glaubt ihr, da draußen ist noch jemand? Einen Moment. Bist du das, Bunsa? Diese Stimme. Das ist Hammett. Also hatte Dodonpa nie die Absicht, Hammett freizulassen? So ist es. Darum haben Ivan und seine Freunde ihn gerettet. Müsste es nicht eher heißen, darum haben Ivan und seine Freunde mich gerettet? Nachdem sich Isaac entschieden hatte, haben wir alle beschlossen, Hammett zu retten. Hey, Ivan, willst du damit sagen, alles war nur die Idee von Isaac? Nein, ich meine natürlich auch du und mir habt uns geholfen, selbstverständlich. Danke, Isaac, Garrett und Mia. Und natürlich auch Dank an dich, Ivan. Diese Höhle zu finden war gute Arbeit, Bunsa. Ja, äußerst beeindruckend, Bunsa. Sie war einfach offen auf der Weltkarte. Das war reiner Zufall. Ich wollte wirklich nicht nach Lunpa kommen. Weil wir wussten, dass die Diebe Hammett in Gefangenschaft hielten. Warum seid ihr dann hierher gekommen? Ich habe mich daran erinnert, was Hammett mir über ein erfolgreiches Dasein als Kaufmann erzählt hat. Wirklich? Er hat dir gesagt, du sollst den Lunpa Handel treiben? Nein, ich meinte mir seine allgemeinen Weisheiten. Händler dürfen Kunden nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Ein sehr guter Rat! Halte dich nicht von einem Ort fern, nur weil etwas Unangenehmes passieren könnte. Solange Kunden mit deiner Ware rechnen, musst du alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu verkaufen. Du kamst also, um die Bewohner der Stadt mit Waren zu versorgen, obwohl du Dodonpa verabscheust? Das Schicksal hat dir diese Gelegenheit zugespielt. Aber warum dachtest du, dass man einen Händler aus Calais in Lunpa einlassen würde? Das dachte ich nicht. In der Tat hat man mich nicht eingelassen. Und obwohl du das wusstest, bist du gekommen? Aber weißt du was? Es gab jede Menge Unruhe, nicht wahr? Er muss die Aktivitäten meinen, die Dornpas Gerüchte ausgelöst haben. Ein Teil passt plötzlich zum anderen. Der ganze Wirbel musste mit Hammett zu tun haben. Ich musste herausfinden, was vor sich ging. Und so hast du diese Höhle gefunden? Ich wette, du konntest dieses Tor von der einen Seite nicht öffnen. Aber dann hat es sich plötzlich bewegt, also habe ich mich hinter einem Felsen versteckt. Wir haben dich erschreckt, nicht wahr, Bunsa? Ich bin froh, dass ihr Hammett gesund und munter herausgeschmuggelt habt. Hm, was ist denn? Bunsa. Warum sagst du das so, Bunsa? Dodonpas Leute haben das ganze Gebiet durchkämmt. Selbst wenn sie nicht hinter Hammett hin sind, wenn sie ihn finden. Vielleicht fangen sie Hammett nochmal ein. Lasst uns von hier schnell verschwinden.
Aber wir dürfen uns dabei nicht von Dodonpas Leuten erwischen lassen. Was sollen wir tun, Isaac? Sollen wir bleiben und kämpfen? Ich würde fast sagen, ja. Wir sind geheilt. Also ich war vor dem Part noch im Inn, hab mich geheilt. Also das ist nicht das Problem. Ich würde sagen, ja, wir kämpfen. Alleine, weil es hier sicher ist. Und wenn hier Dodonpas Leute herkommen, können wir sie einfach schnell in der Höhle einkreisen, raufhauen. Dann sind die sozusagen K.O. geschlagen. Jetzt nicht irgendwie besiegt, getötet, sonst was, sondern einfach nur K.O. geschlagen. Und dann, während die das sind, können wir uns wegschleichen und die meisten von Dodonpas... Und es sind weniger Leute von Dodonpa da, die uns verfolgen können. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ja, wir bleiben und kämpfen. Hamid aus der Festung zu befreien war gefährlich genug. Was sollen wir dann tun, Bunsa? Ich habe einen Wagen in der Nähe. Einen Wagen? Genau, lass uns alle in meinem Wagen nach Calais zurückkehren. Fällt dein Wagen nicht zu sehr auf, wenn uns Dodonpas Leute suchen? Kein Grund zur Sorge, ich bin schon länger hier, als der Aufruhr anhält. Stimmt, deinen Wagen kennen sie bereits. Genau, Garrett. Also werden sie mich nicht verdächtigen, mit der Sache zu tun zu haben. Lass uns mit dem Wagen nach Calais fahren. Sollen wir auch auf dem Wagen mitfahren? Ja, natürlich. Habt ihr noch was zu erledigen? Also ich denke mal von Calais aus können wir da wieder zurückgehen, wo wir hin wollten. Nein. Wenn wir nichts zu erledigen haben, lasst uns nach Calais gehen. Lady Lyanna wird überglücklich sein. Ja, das heißt, wir haben jetzt noch einen kleinen Story-Part und dann werde ich noch mindestens einen Gin holen. Vielleicht sogar noch den zweiten anfangen. Nun gut, auf nach Calais. Alle Mann hinterher. Wo ist denn der Wagen? Ah, da ist der Wagen. Und jetzt werden wir ganz schnell nach Calais gebracht. Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso springen wir hier vorne raus? Wir sind angekommen, Hamid. Wo angekommen? Oh, habe ich dir nicht von diesem Eingang berichtet, Ivan? Diese unterirdische Passage führt zu Hamids Palast. Eine unterirdische Passage? Wofür? Nur zur Sicherheit. Ich verstehe nicht. Warum wird der Wagen hier hereingebracht? Weil Dodonpas Leute vielleicht hier in Calais sind. Ah, gute Idee. Nun denn, Bunsa, würdest du sie bitte zum Stadteingang bringen? Was? Warum? Wir kommen mit euch hier entlang. Das geht nicht. Ihr müsst durch die Stadt zum Palast gehen. Ich bin verwirrt. Ihr denkt, ihr bräuchtet euch nicht zu verstecken, stimmt's? Warum können wir nicht einfach hier entlang gehen? Das würde Verdacht erwecken. Wäre es nicht seltsam, wenn Leute, die nicht einmal in der Stadt sein sollten, plötzlich aus dem Palast spazierten? Wenn das irgendjemandem auffällt, könnte er vielleicht von diesem Eingang erfahren. Ah, ja, wir verstehen das. Das ist ganz schlau. Ah, er lässt damit durch, alles klar. Gut, wir dürfen dann jetzt zum Stadteingang gehen. Ach, da ist er. Wir werden hier einfach rausgelassen und er fährt wieder weg. Und jetzt sind wir in Calais. Dann gehen wir mal zum Palast. Was ist mit dir denn? Lord Hamids Gespür für Geschäfte hat Tolbert Handelsstadt etabliert. Ach, den Dialog kennen wir schon. Scheint aber keiner da zu sein. Na gut, dann gehen wir mal zum Palast. Und gehen durch. So. Es sind Ivan und seine Freunde. Perfektes Timing. So, ihr seid es. Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt nicht nach Lundpark gehen und trotzdem seid ihr gegangen.
Aber, Layana, bitte sei nicht so hart mit ihnen. Natürlich bin ich froh, dass sie dich gerettet haben. Aber das war etwas, womit Kalei hätte alleine fertig werden sollen. Ihr habt doch etwas viel Wichtiges zu tun, oder? Naja, eigentlich schon, aber wir sagen einfach mal nein. Habt ihr denn eure wichtige Aufgabe schon ganz vergessen? Layana, du sollst doch nicht... Ich hätte Hamid retten sollen. Koste es, was es wolle. Es ist bereits geschehen. Dazu ist nichts mehr zu sagen. Moment mal. Wir alle wollten Hamid genauso sehr retten wie Ivan. Das macht nichts, Garrett. Ich bin hier im Unrecht. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir reisen sofort wieder ab, um uns Felix an die Fersen zu heften. Das glaubst nur du. Ja, das ist wohl das Beste. Geht sofort. Isaac, wir sollten gehen. Ivan, willst du das denn wirklich? Nun, wenn Ivan es so sagt, sollten wir gehen, Isaac. Nein! Wenn Isaac und auch Ivan gehen wollen, dann war es das wohl. Hä? Ich wollte doch gar nicht gehen! Nimm deinen Schamanenstab und geh nach Hesperia. Nach Hesperia? So lauteten die Worte des Jupiter-Adepten. Hesperia, wo mag dieser Ort sein? Das ist der Kontinent westlich von Angara. Wenn wir nach Hesperia gehen, was werden wir dort vorfinden? Das weiß ich nicht. Der Kontinent ist im Westen, auf der anderen Seite des Meeres? Vergeudet eure Zeit nicht mit Plaudereien, ihr müsst sofort abreisen. Okay. Dann verschwinden wir mal. Ich hätte nicht gedacht, dass das so fies endet. Aber ich musste gerade was testen. Ich glaube nämlich, dass bei meiner Tastatur was nicht bei meinem Gamepad was nicht gestimmt hat. Hat's aber doch. Rennen ist immer noch Rennen und A drücken ist immer noch A drücken. Weil ich habe mich über die Antworten ziemlich gewundert. Na egal, ja, Fledermäuse. Gott, warum habe ich nicht alle drei angegriffen? Ich bin es halt noch zu sehr gewohnt, über Kreuz anzugreifen und so eine Sachen. Scheiße. Ja, ist jetzt auch egal. Wie gesagt, wir fangen jetzt noch an, Djinns zu suchen. Wir werden allerdings noch einige andere Sachen erledigen. Und der erste Platz, wo wir hin müssen, ist tatsächlich Volt. Weil er auch in der Karte am nächsten da ist. So, hier in Volt war eine Glocke. Auf... Oder besser gesagt, zu dieser Glocke müssen wir. Fragt sich nur wie. War vermutlich irgendwie, wenn wir da hochgehen oder so. Hier ist ja auch dieser kleine Hund. So, wir gehen hier mal hoch. Lang ist es her, dass wir her waren. Einige Parts. Das hier ist der erste Djinn auf unserer Liste. Da gehen wir gleich wieder hin. Hier springen wir rüber. Hier gehen wir vorbei. Mit dir habe ich, glaube ich, noch gar nicht geredet. Oh, habt ihr schon das Gefängnis angesehen? Nö. Die Diebe sind aus dem Gefängnis ausgebrochen und entkommen. Und das, nachdem ihr so viel durchmachen musstet, um sie zu fangen. Ach, fuck. Was soll's. Na gut. Hier ist nämlich eine Glocke und... Ah, schaut mal hier. Da seht ihr ihn schon. Jedenfalls, man muss diese Glocke läuten. Muss man sie nur einmal? Ja, man muss sie nur einmal läuten. Ich frage mich, was mit Hamid geschehen ist, nachdem er nach Lunpa aufgebrochen ist. Er wurde gefangen genommen. Kalei wurde wochenlang, monatelang, jahrelang erpresst. Keine Ahnung. Und dann haben wir Hamid rausgeholt da. So, jetzt müssen wir hier zu diesem Steinkreis gehen. Und dann muss Ivan seine Enthüllung einsetzen. Und dann ist hier so eine kleine Grube nach unten. Die Höhle von Volt. Und hier unten sind ein paar Sachen. Und unter anderem soll auch der Djinn dort sein. So. Ah, ein Mimik. Scheiße. Ja, toll. Dann komm her, Mimik. Du kriegst auf die Fresse. Da wir dich schon ewig hätten holen können. Also den Djinn, denke ich mal, dass der Mimik jetzt auch nicht zu stark ist. Ich hoffe einfach, er ersäuft. Nein, tut er nicht. Schade. Aber er kriegt einen guten Crit ab. Das ist schön. Und wir haben ein Fläschchen bekommen. Toll.
ja fast nix. Aber besser als gar nichts. Diese Höhle scheint sehr groß zu sein, ne? Das wird wohl dauern. Wieso? Na egal. Wir sehen uns dann jetzt erst einmal hier in der Höhle um und gucken, was wir dann so erleben können. Wenn es allerdings zu lang wird, werde ich das dann auf den nächsten Part verlegen. Und ein Elixier? Ach so, zum Status heilen. Und was ist hier? Hä, irgendwas mit Feuer. Feuer, Feuer. Heißt das vielleicht, ich muss die Fackel hier bewegen? Ja, scheinbar. Dann öffnet sich hier der Weg. Interessant. Und wir haben ein großes Geheimnis gelüftet und... hier haben wir einmal was mit Wirbelwind. Nett, dass man jetzt wieder so viele Psynergies einsetzen darf. So viele verschiedene vor allen Dingen. Ja, und da tropft Wasser runter. Und was ist hier? Ist wieder ein Mimik hier? Nein. Nimbus? Was ist denn bitte ein Nimbus? Hm? Kann ich das mal sehen? Handschuhe heben, Attacke. Na, sind jetzt nicht so gut. Das ist nicht so gut. Was ist eigentlich mit dem hier? Stimmt, da wir schon dabei sind. Ich wollte was wegwerfen, weil unser ganzes Inventar schon wieder voll ist. Ja, ich will mal die Rauchbombe wegwerfen. Und die Schlafbombe. Oder gebe ich die wem? Hat denn noch eine? Ja, Mia hat noch welche. Dann ist das Ganze ja nicht so schlimm. Und dann dürfen wir jetzt hier alles einfrieren. Mit Frost. Was benutze ich Wirbelwind, wenn ich Frost einsetzen will? Kann mir das mal einer erklären? Wieso bin ich so doof? Wieso klappt das nicht? Theoretisch müsste das doch klappen. Hm? Naja, egal. So, Ivan Frost. Ivan nochmal Frost. Alles wird gefroren. Obwohl ich nicht glaube, dass wir alle Säulen brauchen werden. Aber wir werden es sehen. So. Erstarre. Oh, kommt her, den Joke musste ich reißen. Ihr wusstet, dass ich diesen Joke reißen werde. So. Ja, wie ich es mir dachte, ich werde nicht alle Säulen brauchen. Es geht nämlich sehr einfach. Jetzt nach da, jetzt sind wir hier. Wo sind wir jetzt? Okay, es geht einmal runter, einmal rauf. Dann checke ich mal kurz den Weg nach oben. War interessant, was sich unter Wohl so alles verbirgt. Und ja, hier kommen wir noch nicht lang. Das heißt, wir gehen woanders hin. Heißt, wir gehen erstmal runter. Und Gegner und ein Zerstörerbär. Nett. Ja, und... Mia hat ein Level Up. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil wir so noch Level für den Endboss kriegen. Weil er ja angeblich bald ansteht. Na gut, was ist hier oben? Hier oben ist ein Schalter. Oder ein Hebel. Da geht eine Tür auf und das Wasser fließt ab. Cool. Entschuldige, ich musste kurz husten. Es war dringend.
Und, ach, hier geht's weiter runter. Und, okay. Ah, verflucht. Ich merke schon, worauf das hier hinausläuft. Wir werden ein Pech haben, wenn die Fackel ausgeht. Nein! Ach, verflucht, es ist passiert. Also, man muss versuchen, die Fackel irgendwie so zu bewegen, dass das Wasser nicht ausgeht. Sehe ich das richtig? Ich muss die Fackel so bewegen, dass die Fackel nicht ausgeht. Sehe ich das richtig oder sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Die Frage ist nur, wie ich das schaffe. Nein, verflucht. Das Rätsel ist kacke. So, schnell weg da. Oh, verflucht. Okay, es muss irgendwie schneller gehen. Ah, nein, das war ein zu früh. So. Muss ich die hier hinschieben, richtig? Den hier hin? Ich versuche das jetzt mal irgendwie. Den nach da. Ich hoffe nur, ich mache jetzt keinen Fehler. Aber irgendwie glaube ich, dass ich das gerade tue. Und ja, das war einer zu weit. So. Na, verflucht. Ich finde dieses Rätsel scheiße. Das mache ich irgendwann anders. Ich hoffe einfach nur, dass der Djinn da nicht hintersteckt. Und dann Schluss, aus, Ende. Was soll's? Achso, jetzt ist hier Wasser, oder wie? Ja. Na gut, die Frage ist dann nur, wo gehen wir jetzt hin? Ich hau mal kurz ab. Dann sehe ich mich hier mal um. Das hier war nicht der Weg, durch den wir zurückgekommen sind. Nee, war es nicht. Müssen wir das Rätsel echt lösen? Das ist scheiße. Ich
hätte mir echt was Einfacheres suchen sollen als diesen hier, aber ich wollte das auch vorher nicht ansehen. Weil es eh blind sein sollte. So. Toll. Komm her, scheiß Troll. Oder Höhlentroll, ist mir scheißegal, wie du heißt. Runter, nach da. Hier. Kann ich nicht einfach dich dahin bewegen? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Nein, eins höher. Ja, toll. Vom Arsch. Boah, das Rätsel fuckt mich ab. Ja, jetzt ist schon vorbei. Schon am Arsch. Kann ich nicht einfach eine Fackel draufschieben? Wohl wahrscheinlich aufgrund des Feuersymbols muss da eine brennende Fackel drauf sein, richtig? Lass mich raten, dahinter ist der Djinn. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. So, weg da. Gut. So. Ah, verflucht. Wir hätten es fast geschafft. Na gut. Aber ich habe jetzt so eine Ahnung, wie man das lösen muss. Na, Mist. Wisst ihr was, Leute? Ich denke, genug ist genug. Mein Hirn ist irgendwie überstrapaziert, wie mir scheint. Deswegen beende ich hier den Part und im nächsten Part versuchen wir irgendwie an ein paar Djinns zu kommen. Und nein, die Weltkarten-Djinns, die noch ausstehen, mache ich später. Ich wollte eigentlich nach der Karte gehen von den Orten, die in der Nähe sind. Hehe. Also von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.